Hallo und herzlich willkommen zu den Krone News. Auch am heutigen Donnerstag, den 23. April, informieren wir Sie wieder zur aktuellen Corona-Krise. Zu Beginn gleich die aktuellen Zahlen aus Österreich. Insgesamt waren 14.924 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell sind es noch insgesamt 3.087 Personen. Das bedeutet also, dass mehr als 11.300 Personen wieder genesen sind. Bisher gab es laut Gesundheitsministerium 510 Todesfälle. Im Nationalrat gab es eine hitzige Debatte mit heftiger Kritik von der Opposition an der türkis-grünen Regierungsarbeit. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger forderte mehr Transparenz und Information vor allem von Seiten des Bundeskanzlers. Diese neue Phase sei von einem ständigen Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit geprägt. Sie erwarte sich etwa von der Regierung, dass die Abgeordneten wöchentlich über die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen oder die Zahl der Insolvenzen informiert werden. Auch die SPÖ bringt sich ein. Es könne nicht sein, dass die Regierung 38 Milliarden Euro vergibt, ohne das Hohe Haus dabei einzubinden, so SPÖ-Abgeordneter Jörg Leichtfried. Die SPÖ werde daher gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien einen Initiativantrag für die Einsetzung eines Corona-Ausschusses einbringen. Verkehrsministerin Leonore Gewessler hat ihren Plan zum Wiederhochfahren der öffentlichen Verkehrsmittel präsentiert. Um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, habe man eine sogenannte Fahrgastcharter geschaffen. Das bedeutet, dass man Busse, U-Bahn und Zug nur dann nutzen soll, wenn man sich auch gesund fühlt. Dazu solle man auch genügend Abstand halten und Tickets online kaufen. Der Mund-Nasen-Schutz ist ohnehin verpflichtend. Die Regeln gelten für Mitarbeiter und Fahrgäste gleichermaßen. Die Freibäder würden normalerweise mit 1. Mai öffnen. Aufgrund der Pandemie bleiben diese vorerst aber geschlossen. Doch aufgrund der sinkenden Corona-Zahlen in Kärnten gibt es nun einen Stufenplan für das Öffnen der Klagenfurter Bäder. Am 1. Mai öffnet das Loretto-Bad am Wörthersee und das bei freiem Eintritt. Bis 18. Mai ist der Eintritt ins Bad gratis, dann öffnen auch das große Strandbad und das Strandbad Meiernick. Ein Plan für Juni und den Hochsommer wird noch erstellt. Doch ein richtiger Badesommer, wie wir ihn kennen, wird es leider nicht. Die erste Phase ist nur fürs Schwimmen gedacht. Sonnen dürfen sich die Besucher also nicht. Pro Person müssen 10 Quadratmeter Fläche gewährleistet sein. Liegen und Spielen, egal ob auf der Wiese oder im Sand, ist nicht erlaubt. Im Eingangsbereich müssen die Besucher außerdem einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Österreicher werden heuer wohl vermehrt in der Heimat Urlaub machen. Laut einer Auswertung von 10 unterschiedlichen Hotelplattformen der Firma Thematica GmbH steigt die Urlaubsstimmung der Österreicher an. Die Zahl der Suchanfragen hat sich im April im Vergleich zum März verfünffacht. Allerdings, Tirol steht dabei als Wunschziel nicht an oberster Stelle. Kärnten könnte allerdings von der Corona-Krise profitieren. Das Bundesland verbucht bei den Suchanfragen im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von satten 204%, Tirol lediglich nur mehr 1%. Die Kauflaune der Verbraucher im Euroraum hat sich im April spürbar verschlechtert. Auch das Konsumentenvertrauen ist sowohl in der EU als auch in der Eurozone abgestürzt. Das Barometer für das Konsumentenvertrauen lag in den 19 Euro-Ländern im April bei minus 22,7 Punkten, was einen Verlust von rund 11 Punkten bedeutet. Das geht aus einer Schnellschätzung der EU-Kommission hervor. In der EU spielt das Vertrauen bei minus 22 Punkten und verlor somit 11,6 Punkte. Damit befindet sich das Konsumentenvertrauen weit unter dem langfristigen Durchschnitt und fast auf dem gleichen Niveau des Rekordtiefs der Finanzkrise 2009. Westeuropa könnte nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation bei der Coronavirus-Ausbreitung über den Berg sein. In Westeuropa sehe man Stabilität oder einen absteigenden Trend, so der WHO-Chef. Bei der Aufhebung von Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen sei aber Vorsicht geboten. Epidemien können leicht wieder aufflammen, so die WHO. Deshalb müssten neue Infektionen weiter unbedingt früh entdeckt und Infizierte isoliert oder unter Quarantäne gestellt werden.
Das waren soweit die neuesten Meldungen an diesem Donnerstag. Auf Krone TV und Krone.at halten wir Sie natürlich weiterhin am Laufenden. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.